ein Video, das ist einen Monat alt, aber das hat mich sehr angesprochen, weil ich den Titel sehr witzig fand. Angst unter Spielern und Schiris, Rechtsextreme im Fußball. Ist jetzt nicht so gut bewertet, aber für ein öffentlich-rechtliches Format noch relativ okay. Es hat mehr Likes als Dislikes. Ja. Das ist okay für öffentlich-rechtliches. Ja. Für ÖRR ist das tatsächlich sehr gut. Ja, und ich finde es sehr lustig. Ich habe es nicht geschaut. Ich schätze jetzt einfach mal, was da passiert. Die zeigen uns irgendeinen Kreisliga-Verein. In diesem Kreisliga-Verein ist einer wahrscheinlich drin als Spieler, der als rechtsextrem betitelt wird. Dementsprechend ist der ganze Verein rechtsextrem und dementsprechend wollen alle diesen Verein draußen haben und dieses Format formt das Ganze so oder framet das Ganze so, dass dieser Spieler oder dieser Verein wirklich sehr schlimm ist und ja, hört man, also liest man ja hier, dass die Spieler und Schiris wirklich Angst haben müssen, weil sie ihnen ständig mit Schlägen drohen. Das ist jetzt meine Interpretation. Mal schauen, ob das so passiert. Weiß ich, was stellst du dir vor, was passieren wird? Ich stelle mir tatsächlich vor, dass irgendeiner der Spieler einfach eine Deutschlandflagge oder so auf dem Trikot hat oder am Auto hängen oder was sowas gesagt hat, wie es gibt nur zwei Geschlechter oder ich will nicht gendern, wenn wir nur Männer sind im Team. Nee, das glaube ich nicht. Und dann war es vorbei. Bisschen zu peinlich. Ich glaube, dann wäre das hier noch um einiges schlechter. Okay, wir schauen mal rein. Gucken wir mal. Ende letzten Jahres. Kreisoberliga im Jerichower Land. Der Caritta SV empfängt Eintracht Gladau. Den Gästen in den grünen Trikots droht der Rauswurf aus der Liga. Ei, ei, ei. Es gibt schwere Vorwürfe wegen Gewalt und Rechtsextremismus. Oh nein. Oh. Als Kopf bei Gladau gilt Dennis Wesemann. Ah, der sieht aber auch schon aus wie so ein Brecher. Ja, ja, der würde am liebsten mit Springerstiefeln spielen. Der hat doch ein Hakenkreuz auf der Brust tätowiert. Und als Hobby nimmt er sich schwarze Menschen und packt den Kiefer auf den Bordstein. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Jetzt lad doch. Wir beschäftigen uns schon seit vielen Jahren mit dem polizeibekannten Rechtsextremisten und Ex-Hooligan. Ex-Hooligan. Hm. 2014 treffen wir ihn das erste Mal. Dennis Wesemann sitzt damals in seinem Heimatort Stresow im Ortschaftsrat und möchte Ortsbürgermeister werden. Oh, oh. Am Wahltag reagiert er gereizt auf seinen Gegenkandidaten. Hast du den Arsch in die Hose? Später zieht er seine Kandidatur zurück. 2015 spielt Dennis Wesemann noch bei Ostelbien Dornburg. Der Verein, hier in den weißen Trikots, ist für sein gewalttätiges Auftreten berüchtigt. Das möchte ich mir nochmal angucken. Schauen wir uns das nochmal an. Macht er dort? Ostelbien Dornburg. Gewalt. Der Verein, hier in den weißen Der hat dem nicht ins Gesicht getroffen. Er ist sowas von zum Ball gegangen. Also, ich habe keine Ahnung von Fußball. Aber ich weiß, wenn der Fuß zum Ball geht, ist das noch in Ordnung. Außer wenn es so richtig auf Kopfhöhe ist. Das ist aber außer wenn der Ball auf Kopfhöhe ist. Also es tut mir leid, das ist doch sowas von zum Ball gegangen. Der hat null den Kopf getroffen. Wir machen das nochmal. Wir machen mal langsam. 0,25. Ja? Wir schauen uns mal Gewalt in Reinstform an. Der Verein hier in Knie. Geht das Knie zum Kinn. Okay. Okay. Das habe ich nicht gesehen. Der Verein. Schauen wir mal, wie das aussieht. Hier in den. Ja, okay. Okay, das Knie ist ins Gesicht gegangen, es sah mir aber nicht Lassen wirklich... Lassen wir als Gewalt durchgehen. Ja, ihr kriegt einen Punkt, das war Gewalt. Es sah mir aber überhaupt nicht wie gewollt aus. Aber okay, komm, ihr kriegt einen Punkt. Ja, er hat den getroffen. Ja. Weißen Trikots ist für sein gewalttätiges Auftreten berüchtigt. Der Verfassungsschutz ordnet damals 10 Spieler der rechtsextremistischen Szene zu. Also das ist wirklich Fußball in Reinstform. Auch wieder. Ne?
werden angefasst und dann geht das zu Boden. Ja, was vorher passiert ist, keine Ahnung. Ja, einige von ihnen waren auch Mitglieder der Blue White Street Elite, kurz BWSE, einer gewalttätigen Hooligan-Vereinigung, bei der Wesemann als Führungsperson galt. Beim Spiel in Paplitz schlägt... Ja, gut. Ja, okay. Okay, den Punkt kann man ihm geben. Den gebe ich Ihnen jetzt. Das brauchen wir, glaube ich, nicht schönreden. Ja. Der einen Gegenspieler nieder. Dafür wird er später zu einer Geldstrafe verurteilt. Es kommt zu Tumulten. Dornburger Spieler bedrohen den Schiedsrichter. Dem Verein wird schließlich die Spielerlaubnis entzogen. In Stresow zeigt sich Wesemann damals als Gönner, weit einen Also ich muss sagen, ja, ich finde es generell bescheuert, ja. Im Fußball wegen des Sports dann ja, gewalttätig zu werden. Oder wenn die Eltern bei irgendwelchen Jugendlichen dann ausrasten, Schiri, ich faul dich, weil du meinem Sohn irgendwie eine gelbe Karte gegeben hast. Das ist generell einfach dämlich, ja. Ich finde auch dieses ganze Hooligentum, weil man ein anderer Fan ist eines anderen Vereins, dass man sich gegenseitig aufs Maul haut. Ach Leute, Alter, das ist einfach nur komplett... Du gehst halt nicht mehr um Sport. Das ist einfach nur dämlich, ja. Das ist einfach nur dämlich. Aber ja, also... Geht halt in den Boxclub, wenn ihr daran Spaß habt. Das hier will ich alles nicht schönreden, ist halt dämlich so. Ist halt dämlich, ja, kriegen sie halt den Punkt für die Vorgeschichte. Spielplatz ein, den er mitfinanziert hat. Als wir seinen Vater interviewen, rastet er aus. Ein Schlag auf die Kamera. Dennis, ist gut jetzt? Nein. Seine damalige Freundin und jetzige Frau erteilt uns einen Platzverweis. Die hören jetzt bitte auf, hier zu filmen und verlassen Stresow. Die Polizei eskortiert uns schließlich aus dem Ort. Zu unserem Schutz, wie es damals heißt. Seit 2000... Okay, ich glaube, wir geben diesem Format den Punkt, dass der Typ wirklich scheinbar relativ gewaltbereit zu sein scheint. Ja. Geben wir dem jetzt den Punkt. Ne? Schauen wir mal, was sie daraus machen. Ich sage, er ist heute nicht mehr so. Ja, ich glaube, vielleicht schämt er sich dafür, was er in der Zeit gemacht hat. Er ist wahrscheinlich seit Jahren, hat er sich nichts mehr zu Schulden kommen lassen. Und deswegen wollen die trotzdem, dass er das nicht mehr darf. Also er darf nicht mehr Fußball spielen. Aber vielleicht ist er mal bei irgendeiner Demo mitgelaufen oder bei Pegida oder hat irgendeine Höcke-Demo oder sonstiges, also pro Höcke irgendwo gewesen. Und hat dem zugehört beim Reden. Das reicht ja heutzutage. Hast du schon mal daran gedacht, dass der Typ auch vom VS sein könnte? Ja, das kann jeder sein. Ich meine, wir kennen die ganzen AfD-Demos, wo dann ganz zufälligerweise jemand mit einem komplett tätowierten Gesicht sich neben jemanden hinstellt, der eine AfD-Mütze anhat und dann einen gewissen Gruß zeigt. Aber ich meine... Das können wir halt, diese Karte können wir halt überall ziehen und spielen. Ja, Gabber könnte auch ein VSler sein, ja, wissen Sie nicht. Können wir alle. Jeder Einzelne hier im Chat könnte VSler sein. Ja, die Karte können wir halt immer spielen. Ne? Aber ja, offensichtlich hat der Typ halt ein paar Gewaltprobleme. Ja? So viel können wir hier zugeben. 2016 spielt Dennis Wesemann für Eintracht Gladau. Zusammen mit weiteren Rechtsextremisten, wie uns der Verfassungsschutz bestätigt. Wiederholt sich die Geschichte? Nein. Der Fußballverband Sachsen-Anhalt hat letzten November den Verein vom Spielbetrieb ausgeschlossen. In Magdeburg treffen wir Verbandspräsident Holger Stahlknecht, der für die CDU im Landtag sitzt. Er zeigt uns Belege, die seine Mitarbeiter nach externen Hinweisen zusammengetragen haben. Facebook-Einträge der Spieler oder Zeugen. Okay, genau, also macht man das. Also genau das, was ich schon vermutet habe. Diese Leute werden in ihrem sonstigem Leben als Rechtsextremisten dargestellt, aber scheinbar haben die auf dem Platz, seit dieser neue Verein besteht, noch nichts Schlimmes getan. Sonst hätten die das ja als erstes gesagt. Sie hätten dann gesagt, ja, genau. Auch hier im neuen Verein sind sie gewalttätig geworden. Aber das scheint ja nicht der Fall zu sein. Dementsprechend, einfach nur, weil da irgendeiner was auf Facebook oder was auch immer geteilt hat, werden sie dann vom Spielbetrieb ausgeschlossen. Obwohl sie sich scheinbar nicht zu Schulden haben kommen lassen auf dem Spielfeld. Und das muss ja das Wichtige sein. Ja? Wenn ich, keine Ahnung, wenn ich irgendein Boxweltmeister bin, dann zählt das ja auch nicht, was ich auf Instagram geliked habe, sondern das, was ich im Ring getan habe. Und wenn ich da jemanden... Cancelt werden kannst du trotzdem.
Ja, aber du kannst ja nicht davon ausgeschlossen werden. Natürlich, wenn du jetzt jemandem das Ohr abbeißt, ne, ist das eine Sache, ne? Aber wenn du auf Instagram irgendwie einen Post likest, den andere dich gut finden, kannst du halt nicht vom Boxen ausgeschlossen werden. Ne? Deswegen, ja, zwei verschiedene Dinge hier wieder. Ne? Aussagen. Die Dichte hat mich schon überrascht, das kann ich nicht anders sagen. Nicht? Aus meiner Sicht eine unheilvolle Melange, die sich da zusammengefunden hat. Es gibt ja auch dann Bilder hier, aus welcher Szene die Fans dann gekommen sind. Die sind ja in dieser rechtsextremen Szene zuordnenbar. Der ehemalige Innenminister des Landes sagt, Rechtsextremismus dürfe im Sport nicht geduldet werden. Hinzu komme die Gewalt, die von einzelnen Spielern ausgehe. Aber bloß weil die irgendeine Meinung haben, die vielleicht wirklich drüber ist. Ja, wir haben jetzt hier noch keine Beispiele genannt bekommen, was sie da so Schönes geliked haben und was sie da so raushauen. Aber ist das dann nicht vielleicht sogar sinnvoll, diese Leute einfach ihren Sport machen zu lassen? Ist das nicht man dann weiß man, wo sie sind und ja. Genau, hat die ein bisschen unter Kontrolle? Sie verausgaben sich, ja. Dieses Jahr, das sehe ich halt nicht. Genauso, ich würde doch keine Antifas vom Sport ausschließen, bloß weil es Antifas sind. Wenn die sich dann im Sport scheiße verhalten, ist es was anderes. Ja? Mich interessiert es ja auch überhaupt nicht, wenn ich jetzt gerade im Fitnessstudio bin und dort irgendwelche Gewichte stemme, dann interessiert mich doch nicht, was da irgendeiner wählt, der gerade da hinten am Seilzug ist. Genauso wie es mich nicht interessiert, wenn ich jetzt Fußballspiel, was der Gegner im Tor gerade wählt. Sondern da interessiert mich gerade Fußball. Ja, bei denen ist die Gesinnung sehr wichtig, weil wenn der rechts ist, dann kann man das nicht dulden, dass der ein Aushängeschild für Fußball ist oder ja, erfolgreich wird im Fußball oder sonstiges. Ja, deswegen, es geht halt immer nur in diese eine Richtung, ne? Es zeigt eigentlich, dass es denen gar nicht so sehr um den Sport geht, sondern eben um Ausübung von Macht gegenüber anderen. Ich weiß das auch von Vereinen, die sich dann an uns gewendet haben, möchten aber nicht genannt werden, weil sie eben Angst haben vor den handelnden Personen. Das ist die Realität. Spurensuche im Jerichoer Land. Neben Gladau spielen 11 weitere Vereine in der Kreisoberliga. Wir haben alle angefragt. Keiner möchte sich vor der Kamera äußern. Einige aus Angst vor Vergeltung. Die meisten bestätigen uns die Vorwürfe gegen Gladau per Mail oder telefonisch, wollen aber anonym bleiben. Also theoretisch, ja, das ist jetzt wieder so eine Sache, die ich dann nicht glauben muss. Denn es wird einfach gesagt, ja, ganz viele Leute, ganz genau 15.398 Menschen bestätigen uns, dass das ganz böse Menschen sind. Mhm. Ja, ist halt, wird nichts bewiesen, wird einfach nur gesagt, dass es angeblich so ist. Ist halt wirklich so ein Vertrau mir, Bruder. Ne? Was anderes ist das nicht. Also das ist für mich kein Argument, sehe ich nicht so. Und auch hier, ich bleibe weiterhin fest der Meinung, dass diese Leute eine falsche Meinung haben. Wirklich unabhängig davon, ob die wirklich drüber ist oder nicht. Ja, das ist mir vollkommen egal. Denn für mich sind die Meinungen der Antifas auch komplett drüber. Aber ich würde sie niemals vom Sport ausschließen, wenn sie sich beim Sport vernünftig verhalten. Das heißt, bis jetzt haben die sich auf dem Fußballplatz scheinbar noch nicht zu Schulden kommen lassen. Also sollten die auch einfach in ihrem, ja, auf ihrem Rasen spielen dürfen. Ein Auszug. Unsere Spieler wurden bedroht, später kam es zu Handgreiflichkeiten. Auch unsere Fans wurden massiv beleidigt. Unseren Spielern wurden während des Spiels Schläge angedroht. Aber ist das nicht irgendwie komisch? Bei dem vorherigen Verein, ja, wo er dann 2014 oder so gespielt hat, da gab es von jeder Scheiße gab es Videoaufnahmen und Beweise. Jetzt gibt es aber nichts. Nur irgendwelche anonymisierten Aussagen. Das finde ich halt komisch. Warum hat man Videobeweise von vorher durchgängig, von jedem Quatsch, aber jetzt nicht? Bei jedem Quatsch wird irgendwas von einem Handy aufgenommen. Wirklich. Egal, was passiert auf der Welt, immer gibt es irgendein Handyvideo. Aber komischerweise jetzt nicht mehr. Bei Drogen plötzlich nicht mehr. Vor allem, wenn du doch weißt, okay, wir spielen gegen diesen Verein und wir haben Angst vor diesem Verein. Sind da nicht erst recht ganz viele Handys draußen und filmen das Ganze dann? Erst recht, weil man genau weiß, okay, jetzt könnte was passieren. Also dementsprechend, das hier ist für mich eher der Beweis, dass das vielleicht nicht stimmen könnte. Ja.
Ich sage natürlich nicht, dass das auf gar keinen Fall stimmen kann, aber, aber selbst es sieht wenn, sehr ist ja schon eine Mäßigung aus. Da. Also es ist ja schon ein Unterschied, ob du jemanden aufs Maul haust oder es nur androhst. Na gut, aber ich meine, das möchte ich jetzt nicht schönreden. Ja, wenn das wirklich so passiert, muss nicht sein, darf nicht sein, soll nicht sein, es soll Sport sein. Aber trotzdem, es sieht für mich sehr unglaubwürdig aus, sagen wir einfach mal so. Wir haben ausländische Spieler, die Angst haben, gegen Gladau zu spielen. Hauptsächlich Herr Wesemann ist verbal sehr aktiv. Drohungen, Beleidigungen, Einschüchterung. Ähnliches geht auch von anderen Mitspielern aus. Uns liegt das Schreiben eines Vereins vor, der vor einem Heimspiel gegen Gladau den Fußballverband um polizeiliche Unterstützung bittet. Zitat: Da wir eine erhöhte Gefahr für die öffentliche Ordnung und insbesondere gegenüber den Spielern unseres Vereines sowie den Heimzuschauern sehen. Der Verein. Also es gibt überall nur irgendwelche Schriftformen und angebliche Aussagen, aber weiterhin keine Belege. Wie gesagt, ja, die sind ganz böse. Warum hat man von vorher 100.000 Videos, aber jetzt nicht mehr? Das verstehe ich nicht. Wenn ihr mir jetzt Videos zeigt, die hundertprozentig existieren würden, dann sage ich euch, okay, ich gebe euch den Punkt. Dann ist das in Ordnung, ja? Wenn ihr dann diesen Verein ausschließen wollt, weil der Verein weiterhin gewalttätig ist, ich gebe euch dann meine vollste Unterstützung. Aber scheinbar ist das nicht so. Vor allem fehlt ja auch der Link irgendwie zwischen, warum ist rechts mit gewalttätig gleichgesetzt wird. Also was hat das eine mit dem anderen zu tun? Es gibt gewalttätige Spasten und es gibt eine rechte Meinung. Also das eine hat mit dem anderen erstmal nichts zu tun. Ja, dieser Frame ist ja sowieso in den öffentlich-rechtlichen, bei allen Medien, in der Politik da rechts gleich rechtsextrem. Aber ich glaube, alle Leute, die hier zuschauen, die wissen ganz genau, dass bloß weil sie vielleicht konservativ oder gesellschaftspolitisch rechts sind, dass sie deswegen nicht rechtsextrem sind. Ich glaube, das weiß jeder. Und mittlerweile ist es auch so ein langweiliger Hut. Ich glaube, das braucht man auch nicht immer wieder zu erwähnen, weil das einfach, es nervt. Einfach nur gähnen. Lautes Gähnen. In der Region gefürchtet. Auch weil er rechtsextreme und gewaltaffine Zuschauer anziehen soll. Dieser Livestream zeigt das Spiel Gladau in Rot gegen Loburg in Grau. In der zweiten Halbzeit kommt es zu einer Rangelei unter den Spielern. Gladauer Anhänger stürmen aufs Feld. Ein Spieler aus Loburg wird attackiert und verletzt. Die Gladauer Ordner greifen nicht ein. Spielabbruch. Aber sowas sieht man öfters. Sowas sieht man leider Fans öfters. Ist das aufs Spielfeld rennen? Nee, dass Spieler sich in den Haaren haben. Sowas haben wir auch schon zuhauf in irgendwelchen Bundesligaspielen gesehen. Das hat nichts damit zu tun, dass irgendeiner rechtsextrem ist oder was auch immer. Das sind einfach nur irgendwelche Vollidioten, die zu viel Testosteron haben und meinen, das Ganze dann handgreiflich austragen zu müssen. Also, ich habe keine Ahnung von Fußball, ja? Ich schaue keine Bundesliga, aber ich weiß zu 100%, dass sowas auch in der Bundesliga vorkommt. Ich weiß zu 100%, dass sowas tagtäglich auf irgendwelchen Fußballplätzen vorkommt. Dass irgendwelche Vollidioten dann auch ihre Fäuste benutzen. Heiß ich nicht schön, ja? Ist absolut Schmutz. Aber das hat nichts mit irgendeiner Gesinnung zu tun. Null. Das hat eher was damit zu tun, dass man sich nicht unter Kontrolle hat. Ja. Auch Schiedsrichter erheben Vorwürfe. Nach mehreren Telefonaten ist einer von ihnen bereit, sich zu äußern. Anonym. Auch er hat Angst vor Repressalien. Seine Erfahrungen? Wenn Gladau verliert, kommt Unzufriedenheit bei einigen. Also es tut mir leid, aber immer dieses Nachgesprochen und wir haben hier irgendwelche schriftlichen Zitate. Es tut mir leid, aber mein Vertrauen in öffentlich-rechtliche Formate ist einfach nicht da. Ich möchte bitte, dass das Ganze bewiesen ist, dass das Ganze mit vernünftigen, bewiesenen Zeugen dann aufgedeckt wird. Dann ja, aber gebe die haben ich euch ja den Angst, Punkt. Die sind ja super gefährlich. Das musst du doch verstehen. Als ob die kommen sonst zu dem nach Hause, zünden sein Auto an. Als ob die die Stimme kennen. Andere schlimme Dinge. Als ob die Stimme kennen von irgendeinem x-beliebigen Spieler aus irgendeinem Verein, den die einmal im Jahr treffen. Also ist ja der Schiedsrichter. Das ist ja nicht ein Spieler, das ist ja der Schiedsrichter, der vielleicht alles da in der Gegend macht. Ja, natürlich. Und ja, also wenn der alles in der Gegend macht, ja, dann weiß man natürlich überhaupt nicht, wer das ist, wenn die nur einen Schiedsrichter haben. Dann kann man das natürlich auch gar nicht herausfinden, welcher Schiedsrichter das ist. Von den einen.
Spielern auf. Und deren Frust schlägt dann in Aggressivität um. Man würde als Schiedsrichter hin und wieder bedroht, wenn man nicht das mache, was Gladauer Spieler möchten. Und dann verzichtet man zum Beispiel auf das Zeigen einer roten Karte. Aus Angst um seine Gesundheit. Das betrifft dann auch alle Spieler von Gladauer oder speziell die eine Person, Dennis Wesemann. Kennst du übrigens das Video, was vor kurzem hochgeladen wurde, dass eine Gruppe südländischer Männer einen kleinen Hungerhaken-Jungen festgehalten haben, verprügelt haben und dann auch einem anderen südländischen Jungen befohlen haben, den armen Jungen auch eine reinzuhauen? Kennst du das Video? Nee, ich kenne viele solcher Videos, aber das explizit nicht. Ist vielleicht vor anderthalb Wochen, einer Woche oder sowas rumgegangen. Könnte man da vielleicht auch mal drüber berichten? Oder? Nee, das ist Rassismus. Nee. Wenn du darüber redest. Ja, also wie gesagt, ne, wenn das hier alles stimmen würde, wenn man das so belegen würde, dass das stimmt, dann sage ich auch, ja, dieser Verein scheint halt irgendwie behindert zu sein. Diese Leute scheinen Gewaltproblem zu haben. Ich weiß jetzt nicht, was das irgendwie mit Rechtssein zu tun haben soll, denn das wurde mir auch noch nicht bewiesen. Ja? Aber das sind halt alles immer so Beweise, die man nicht ernst nehmen kann. Es tut mir leid, das ist genau das Gleiche, als würde ich mich jetzt hier hinsetzen und sagen, ich hatte gestern einen Dreier mit den beiden Bill Kaulitz-Brüdern. Okay, ich glaube, das würdet und ihr mir glauben. Hier mal, Bill hat hier mal, einer der Brüder hat hier, der kann das bestätigen, Stimme nachgesprochen. Ja, wir hatten gestern einen Dreier mit Gab. Ja, das ist halt genauso glaubwürdig. Wobei, ich glaube halt, dass ihr mir das glauben würdet. Ja. Hm. Vielleicht ist das ja auch wahr. Wer weiß das schon. Im Zweifel betrifft es Dennis Wesemann. Im Verein hat der Rechtsextremist kaum Gegenwind zu befürchten. Im letzten Jahr wurde der Vorstand abberufen. Max Kuckuck, Wesemanns Cousin, hier mit der Nummer 9, ist seitdem erster Vereinsvorsitzender. In Magdeburg sind wir verabredet mit David Begrich vom Miteinander e.V. Er kennt die rechtsextreme Szene im Jerichoer Land bestens und weiß, warum sich Opfer oder Zeugen nicht offen äußern möchten. Ich glaube, dahinter steht die Angst, vielleicht aber auch die Erfahrung. Kurze Frage, wenn er doch das Gesicht ist eines Vereins, was den Rechtsextremismus aufdeckt und ja, argumentativ zerstört, warum muss er denn keine Angst haben vor dem Rechtsextremismus? Was meinst du, wie hoch ist die Chance, dass der Typ selber noch zu Wort kommt, über den berichtet wird? Null? Wie wird der noch interviewt und wird gefragt? Nein, natürlich hallo, nicht. Sind Sie eigentlich Rechtsextremist? Natürlich nicht. Aber er müsste doch am meisten Angst haben und scheinbar passiert da ja auch nichts. Ja genau, da kommt plötzlich der Klarname, das ist wieder kein Problem. Ja. Erfahrung, dass der Arm von Dennis Wesemann unter Umständen lang sein kann. Und im ländlichen Raum. Weil er den rechten Arm gerne hochhebt, oder was? Du hast ja Arm gerne lang. Warum ist man in einem überschaubaren Sozialraum? Man begegnet sich immer mal wieder, man trifft sich immer zweimal im Leben. Lange Rede, kurzer Sinn, man kann sich in dieser Region nicht aus dem Weg gehen. Für die Jugend vor Ort gäbe es kaum Alternativen. Fußball sei deshalb ein wichtiger gesellschaftlicher Faktor. Das nutzt Wesemann, indem er einfach darüber Leute an sich bindet. Also er ist ja nicht irgendwer. Ja? Also man muss sich klar machen, er ist im Fußball verankert, er ist kommerziell aktiv und er ist ein guter sozialer Netzwerker im Sinne von, ich habe persönliche Kontakte, die in alle Himmelsrichtungen der Region gehen. Also der rechte Pate. Ja, also bis jetzt habe ich da, das sind jetzt auch nur irgendwelche Aussagen, die noch nicht belegt wurden. Vielleicht kommt das jetzt, man sieht ja jetzt hier Fotos. Aber ich meine, das könnte alles sein. Der könnte gerade Silvester feiern. Er könnte auch auf der Demo gegen Recht sein. Eine Demo gegen Recht. Ich meine, er steht hier halt mit vielen anderen Leuten. Kann alles sein. Er kann sich gerade ein Fußballspiel angucken. Okay, da hinten sind Häuser. Wahrscheinlich nicht. Der steht da auf der Straße. Das kann alles sein. Der kann auf den Bus warten. Kein Plan. Aber bin ich mal sehr gespannt. Das, was er sagt, ob das jetzt bewiesen wird, dass das wirklich so ist. Schauen wir mal. Während der Corona-Pandemie beteiligt er sich mit anderen Rechtsextremisten an Demonstrationen gegen staatliche Maßnahmen. Hier in ach du Scheiße, wir haben ihn. Er ist überführt.
Der hat ja auf einer Anti-Corona-Maßnahmen-Demo mitgemacht mit anderen Rechtsextremisten. Ja, jetzt, also das ist der beste Beweis, den man bringen konnte. Ich nehme alles zurück. Dieser Mann ist gefährlich. Bewiesen rechtsradikal. Er ist bewiesen rechtsextrem und er sollte bitte nie wieder Fußball spielen. Also. Parallel betreibt er damals mit seiner Frau ein Corona-Testzentrum in Stresow. Mit seiner Marke Ugly Shirt 87 vertreibt er seit Jahren im Internet Kleidung und Utensilien. Das war das Ugly Shirt 87 ist schon. Ja, aber was ist jetzt, wo ist das Problem? Es ist halt hässlich. Ich würde es nicht machen. Ich würde es nicht kaufen. Aber das ist halt ein Panzer mit Gott mit uns. Ja, in Frakturschrift. Ja. Ja, ist halt hässlich so. Ich würde es nicht kaufen. Aber was ist jetzt das Problem? Was ist das Problem? Ja, er verwendet Nazi-Symbolik. Lieber ein Wolf Odi. Das ist halt 1:1 ist das ein T-Shirt, was Rainer Winkler tragen würde. Er hatte doch auch einen Lieber mit Odin irgendwo in Valhalla saufen. Ja, ja. Als irgendwas. Also ohne das ist halt nichts. Als ein Lamm Gottes. Also, das ist nichts. Also das hier ist nichts. Also, tut mir leid, bitte bessere Beweise. Internet, Kleidung und Utensilien, die rechtes Klientel und Hooligans ansprechen soll. Das ist halt dämlich, aber das kriegst du halt bei eBay ganz normal. Kannst du halt überall kaufen. Sowas ist halt dämlich, muss ich sagen. Ja. Ich sage, gebt auf eBay Baseballschläger ein und er findet genau so einen Rotz. Das hat nichts mit Rechtssein zu tun oder mit Linkssein zu tun oder mit Islamistsein zu tun. Das ist halt einfach dämlich. Wollen wie diesen Baseballschläger für 25 Euro. Wir sind ja, noch okay. Einmal schon. Also das war es jetzt. Das war es jetzt. Also weil man Baseballschläger kaufen kann und T-Shirts mit Gott drauf. Panzer. Ja, ist halt dämlich. Ich würde alles davon nicht kaufen. Wahrscheinlich ist das eher so ein Meme, dass sich diese Leute einen Baseballschläger eher an eine Wand hängen, als irgendwas damit zu tun. Das ist jetzt das Beste. Naja, okay, dankeschön. Stresow, wo etwas mehr als 100 Menschen leben. Bei der letzten Bundestagswahl gaben hier knapp 52% der AfD ihre Zweitstimme an der Urne. Die NPD kam auf fast 9%. Wie viel? Nein! Ich habe mich verklickt! Nein! Ich bin ein dummer Spaß. Und weil mein PC gerade so rumhängt, wird das jetzt dauern. Es tut mir leid, aber ich habe ungefähr gesehen, wo wir waren. Ihr seht, mein PC ist wirklich komplett am Limit. Gebt den ganzen 5 Sekunden. Ich hab mich aus Versehen verklickt. Sachen vorher downloaden und dann einfach im Media Player öffnen. Ja, das habe ich vorher mal gemacht. Aber. Das war dann, da ist dann oft dann der Stream halt abgekackt, weil ich hier kein Overlay drin hatte. So, hier ist das gewesen. Entschuldigung. Ich wollte nur noch mal die Zahl hören, wie viel AfD, weil AfD muss natürlich drin vorkommen, ist ja klar. 52. Noch einmal in Stresow, wo etwas mehr als 100 Menschen leben. Bei der 100 Menschen. Stresow, 100 Menschen. Bei der letzten Bundestagswahl gaben hier knapp 52% der AfD ihre Zweitstimme an der Urne. Wie kann man bei 100 Menschen knapp 52%? Ja, weil es ja also, knapp 100 Menschen sind. Ja, knapp. Und unter den 100 Menschen werden ja auch Kinder sein. Ne? Ach, stimmt. Das war vollkommen. Aber ja, wow. Also das ist jetzt wieder das beste Argument. Weil das ist ein rechtsradikales Dorf. 52% wählen AfD. So, wie viel NPD? Irgendwas mit NPD wollte ich. Stimme an der Urne. Die NPD kam auf fast 9%. 9%. Ja, jetzt sind schon 61% Rechte. Ja. Rechtsradikale. Furchtbares Dorf. Ja. Und jetzt? Was ist jetzt der Punkt? Der Punkt ist dann, dass die Leute kein Fußball spielen dürfen. Die wollen halt einfach kein Fußball spielen. Obwohl sie scheinbar nicht viele
Dings haben. Nicht viele Beweise dafür, dass sie schlimme Dinge getan haben. Jetzt bedrohen andere Spieler. Was sagt Wesemann zu den aktuellen Vorwürfen? Der Versuch einer Kontaktaufnahme. Hallo Herr Wesemann, wir würden uns ganz gerne mal mit Ihnen... Ich glaube, er wird jetzt sagen, nö, ich habe keinen Bock mit euch zu sprechen. Und er wird jetzt wieder genauso böser macht Mensch, man das, man läuft zur Wohnung der Person, taucht plötzlich mit Kamera auf und sagt, hallo, wir wollen mit Ihnen reden. Ich möchte nochmal dran erinnern, was das Öffentlich-Rechtliche mit dem angeblichen Mobbing-Opfer Rainer Winkler gemacht hat. Eine E-Mail geschrieben und gesagt, ich besuche dich dann und dann. Rainer Winkler hat gesagt, nein, ich möchte nicht mit euch reden, bitte lasst mich in Ruhe. Was hat Dennis Leifels gemacht? Er ist einfach dahin gefahren und hat Rainer Winkler an seinem Tor abgefangen. Was hat Rainer Winkler gesagt? Ich habe euch gesagt gehabt, ich will nicht mit euch reden, lasst mich in Ruhe, verpisst euch. Natürlich wollen die Leute nicht zu Hause abgefangen werden. Egal wer, egal was für eine Meinung, was für eine Gesinnung oder was auch immer. Wenn du mit einer Kamera auf das Grundstück oder irgendwie privat jetzt gerade diese Leute verfolgst, die haben da natürlich keine Lust drauf. Natürlich. Wann sind die nicht vorbereitet auf ein Interview? Richtig. In dem Moment? Ne? Natürlich wird er jetzt sagen, verpisst euch, ich möchte euch nicht, und dann wird es halt wieder aggressiv. Ne? Ist ja klar. Aber dass sie den auch einfach mal in Ruhe lassen können. Ne? Naja, schauen wir mal, wie er reagiert. Über das Ausschlussverfahren unterhalten. Was sagen Sie denn zu den Vorwürfen? Der sonst so wortgewaltige Rechtsextremist gibt sich schmallippig. Das Grundstück, auf dem sich auch das Corona-Testzentrum befand, verlässt er fluchtartig. Nein. Ach du Scheiße. Weg. Das machen nur Nazis. Das machen auch nur Nazis. Auch schön gleich Nazis. Mal alles gedoxt, ne? Das Auto, was er fährt, das Haus, wo er ist, wo das Testzentrum war. Das Dorf, wo er wohnt, Klarnamen. Ja, also das sind Nazi-Methoden, ne? Also mit Öffentlich-Rechtlichen nicht sprechen zu wollen und einfach wegzufahren. Das sind wirklich gewalttätige, rechtsextreme Methoden. Ne? Schade, haben wir leider wieder alles hier demaskiert, ne? Schräg gegenüber wohnt sein Bruder. Auch er ist Vereinsmitglied und auch er vertreibt szenetypische Kleidung. Was sagt er? Am besten anklingeln Eine und den zu Hause belästigen. Eine uns unbekannte Person schlägt die Tür zu. Nein! Was? Die wollen in Ruhe gelassen werden? Wir kommen ja so an einem Sonntagabend vorbei und dann wollen sie nicht mit uns reden. Das ist ja furchtbar. Das ja, also nur Nazis machen das nicht. Kind, wer öffentlich-rechtlicher Journalist ist und Anfragen für ein Interview stellt vorher und einen Termin ausmacht. Kind. Absolutes Kind. Immer. Also ich wette, Bosetti würde ein Interview geben, wenn du bei ihr Sonntagnachmittag vor der Tür stehst, da ein paar Mal gegenhämmerst, sagst, hallo, wir sind vom Antaios Verlag und möchten mit Ihnen reden. Also, wirklich, wir haben ein paar Fragen. Was ist News? Was denkt man denn dann? Also, das Einzige, was man möchte, ist, dass die jetzt als argumentativ schwach dastehen, weil die offensichtlich keinen Bock haben, mit irgendwelchen Öffentlich-Rechtlichen unabgesprochen zu reden. Was ich zu 100% verstehen kann, ich würde denen die Tür auch zuschlagen. Ich würde denen sagen, nein, bitte einen Termin ausmachen, verpisst euch. Wahrscheinlich würde ich generell mit den Öffentlich-Rechtlichen nicht reden, weil die alles zusammenschneiden, so wie sie es haben wollen. Und dann können sie wieder gehen. Das hat nichts damit zu tun, dass man keine Argumente hat, sondern man hat halt einfach 0,0 Vertrauen in den Öffentlich-Rechtlichen. Mhm. Und vor allem möchte man eventuell zu Hause seine Ruhe haben. Ja. Bitte schicken Sie mir die Fragen vorab. Bitte machen Sie einen Termin mit mir aus. Und dann kann man vielleicht was machen, wenn ich das Recht habe, es aufgezeichnet zu sehen, um die Aufzeichnung selber zu haben und zu selbst schauen, was aufnehmen. Ausgestrahlt wird. Immer selbst aufnehmen. Wir fragen uns, wie konnte es in Gladau so weit kommen? Immer wieder hören wir den Vorwurf, der Kreisfußballverband Jerichower Land würde wegschauen. Auch wieder ganz wichtig, das sind alte Bilder, ja? Das ist nicht der neue Verein, der verboten werden soll. Das sind die alten Bilder von 2014 mit dem Verein, mit dem er nichts mehr zu tun hat. Ganz, ganz wichtig hier. Ne? Schauen. Gladau kaum sanktionieren. Stimmt das? Wir sind in Möser, einer kleinen Gemeinde im Jerichower Land. In diesem Jugendclub arbeitet der Präsident des Kreisfußballverbands schon lange als Jugendbetreuer. Wir sind in Möse. Horst Wichmann ist zufällig vor Ort.
Er sagt, auch Dennis Wesemann habe hier schon... Wie die immer alle zufällig vor Ort sind, ne? Zufällig, wenn wir mit der Kamera da sind, steht da dieser Mann und gibt uns ein Interview. Wir haben auch nicht vorher mit ihm geredet und das ausgemacht. Wir haben auch rein zufällig den grünen Minister aus Thüringen getroffen. Zufällig, der Innenminister war gefeiert. Da. Entschuldigung. Es ist wirklich, wir haben ihn zufällig getroffen und er hat uns auch zufällig ein Interview gegeben und er hat auch zufällig gesagt, dass der Typ gewaltbereit ist. Ach Gott. Probleme gab es nie. Auch über den Verein Gladau könne er nichts Negatives sagen. Es ist Fußball. Und da können wir uns schon sagen, wir haben Fußball gespielt wie andere auch. Was? Sie sagen, Gladau ist ein ganz normaler Fußballverein. Ich sage mal nicht, doch, also von meiner Sicht her, wie ich das sehe, es ist ein Fußballverein wie jeder andere, Fouls können wir weiter. Was? Alles harmlose Fouls. Was? Definitiv auch ein Rechter. Also so wie der redet, das sagt, das sind normale Fußballer, die einfach nur im Hobby nachgehen. Jetzt weißt du aber, warum er auch zum Ende des Videos drankommt. Mhm. Also, erst durch den Ausschluss habe er von den schweren Vorwürfen gegen Gladau und Wesemann erfahren und sei überrascht gewesen. Sie wissen auch nicht, dass Dennis Wesemann ein polizeibekannter Rechtsextremist ist. Das weiß ich. Das wissen Sie. Ja, das ist ja hier im Kreis Jächerland bekannt. Aber das spielt für Sie keine Rolle? Das spielt nicht wie eine Rolle. Für mich spielt das schon eine Rolle. Aber wie wollen wir es ändern? Es gibt eine AfD und es gibt das, es gibt da Rechtsextremisten. Die gibt es überall. Würden sich die Vorwürfe bewahrheiten, sei ein Ausschluss aber gerechtfertigt, sagt er. Ja, aber er hat doch jetzt seine, er ist selber Vereinsvorstand oder was auch immer, der da jetzt war, ja, der hat selber einen Fußballverein und spielt dann gegen diesen Verein, der ach so böse ist und sagt selber, ist noch nie was vorgefallen, wir haben keine schlechten Erfahrungen gemacht. Ich weiß von seiner Gesinnung, aber ist mir egal, es ist ja Fußball und damit hat er ja recht. Und wenn er schon selber sagt, ja, wir haben ja AfD und andere Rechtsextremisten, gehe ich nicht davon aus, dass er ein AfDler ist. Weil, also ein AfDler würde nicht sagen, wir haben die AfD und andere Rechtsextremisten. Mhm, eher SPD-Stammwähler. SPD oder CDUler. Ja. Deswegen, also sehr komisch, ne? Leute, die sich dann doch vor die Kamera trauen, die sagen dann was anderes. Hm. Ja. Schade aber auch. Vielleicht müsste man jetzt nochmal eine selbst nachgesprochene Stimme. Jetzt will ich aber die Hooligan-Kugelei sehen auf dem Spielfeld, wo einfach 40 Leute sich kloppen bis aufs Blut. Das muss jetzt noch kommen. Also, sehr komisch, ne? Also, der sich vor der Kamera traut, der sagt, ja, ich weiß, dass er das und das ist. Ja, ich finde das nicht gut. Ja, da sollte man vielleicht was tun bei seiner Meinung. Aber es ist Fußball, lass ihn doch spielen. Und ich habe noch nichts Schlimmes gesehen. Klingt für mich vernünftig, weil ich glaube, das ist eine relativ vernünftige Ansicht. Ich glaube, Ähnliches würde er auch über Linksextremisten sagen. Genauso wie ich. Leute, die aber was dagegen sagen und sagen, nein, wir werden hier ständig kaputt geprügelt und haben Angst, die sind irgendwelche nachgesprochenen Stimmen oder irgendwelche Symbolbilder. Aha. Komisch. Klingt alles so nicht so plausibel, was da am Anfang so gesagt wurde. Der Kreisfußballverband habe sich nichts zu Schulden kommen lassen. Zurück in Karit. Gladau hat gegen den Ausschluss vom Spielbetrieb Rechtsmittel eingelegt, darf nach einem Eilantrag unter strengen Auflagen vorerst wieder spielen. Das Verfahren läuft. Nach der Partie wollen wir noch einmal mit Dennis Wesemann ins Gespräch. Achso, nee, doch, die grünen Trikots waren der aktuelle Verein. Dann habe ich vorhin Scheiße gelabert, das waren keine alten Bilder, also die grünen sind neue. Okay, habe ich mich selber vertan. Kommen. Doch der schlägt sich durch die Büsche und verschwindet mit einem Transporter. Nein! Wir versuchen es bei seinem Cousin. Transporter? Rechtsextrem? Pedobär? Nein, also der Mann möchte seine Ruhe haben und flüchtet ständig. Das flüchtet nenne ich. Vor allem, wahrscheinlich ist er gemütlich dahin gelaufen. Ich glaube nicht, dass er dahin gesprintet ist, reingehechtet ist in den Transporter, der noch die Türen hinten offen hatte und dann weggedüst ist. Das nenne ich gewaltbereit.
Also am besten ausschließen, weil der Typ nicht mit den Öffentlich-Rechtlichen reden will. Weg mit dem. Ne? Viel schlimmer wegzurennen, als die Reporter zusammenzuschlagen. Ja. Max also Kuckuck. Was denkt er sich? Kind, wer wegfährt. Dem ersten Vereinsvorsitzenden. Hallo, Radon MDR. Darf ich Ihnen kurz eine Frage stellen zum Ausschlussverfahren? Nicht heute. Ja, was heißt nicht heute? Was sagen Sie denn zum Ausschlussverfahren? Vorwurf, rechte Strukturen im Verein, Gewalt auf dem Platz, John? Bedrohung. Keine Antwort. Schriftlich heißt es, unsere Vorwürfe seien unkonkret, zu Gerüchten beziehe man keine Stellung. Auch der Landessportbund will den Verein nun ausschließen. Und auch der Ausgang dieses... Ja, aber was soll es das jetzt beweisen? Dass die Leute keinen Bock haben, mit euch zu reden? Euch haben sie nicht in die Fresse gehauen? Beim Spiel ist nichts Schlimmes passiert? Generell gibt es keine Videobeweise, dass diese Leute irgendwann mal auf dem Feld aufgrund rechtsextremes Gedankengut handgreiflich geworden sind. Wir hatten nur ein Video, wo sich geprügelt wurde, von beiden Seiten aus. Was dämlich ist, gebe ich euch recht, gehört nicht auf den Sportplatz. Aber, ja, hat der jetzt gerade alles irgendwie nicht so viel Punch, wenn fehlt, man das so sagen darf. Genau, fehlt der Punch jetzt am Ende. Wo sind die blutigen Nasen? Wo sind die Feuerwerkskörper? Wo die Fans, die einander den Schädel einschlagen? Wo die Gewaltaufrufe oder die Drohungen gegenüber dem ÖRR? Ja. Aber warte, wir haben noch 5 Sekunden. In diesen 5 Sekunden könnte der Reporter noch zusammengeschlagen werden. Wir können eine Wette aufmachen. Ich sage ganz klar ja. Verliert alle Zähne. Schauen wir mal. Des Verfahrens ist noch offen. Oh, knapp. Glück gehabt, dass jetzt hier das Outro eingesetzt hat, denn die Leute wollten gerade auf ihn richtig losgehen. Loslegen. Ja. Das war ja gar nicht so gut. Aber der Stream läuft noch. Das ist gut. Immerhin. Ja, mal gucken, wie lange noch. Also ich gebe euch sehr gerne einen Daumen runter. Ich hoffe, damit habt ihr viel Spaß. Und Nazis raus, ruft es sich leichter dort, wo es keine Nazis gibt. Also, wir haben auch nicht gesehen, also eine Sache müssen wir sagen, ja, ich will den Typen nicht in Schutz nehmen. Ja, er scheint wirklich vorher definitiv gewaltbereit gewesen zu sein. Das müssen wir nicht schönreden. Scheinbar seit Jahren aber nicht mehr. Ja, um den es ja geht, diesen einen Typen, ich habe den Namen vergessen. Aber keine dieser Gewaltausbrüche wurden jetzt aufgrund seines rechtsextremen Gedankenguts konnten dem irgendwie zugeschrieben werden. Du weißt ja nicht, wer mit dem Van saß. Vielleicht saß da ein Höcke mit dem Van oder ein Sellner. Ja, wer weiß. Ja, aber wenn er auf dem Platz scheinbar irgendwie gewalttätig geworden ist, hatte das nichts mit seiner Meinung zu tun. Sondern weil er scheinbar einfach nur ein Aggressionsproblem hatte, hatte er scheinbar jetzt nicht mehr so. Hat er irgendeine Art von Auflage vom Gericht bekommen oder sonstiges, ein Anti-Aggressionstraining zu machen, hat es bewältigt, hat es jetzt geschafft, nicht mehr körperlich übergriffig zu sein, hin und wieder noch jemanden zu beleidigen, mutmaßlich. Und rennt jetzt lieber weg vor Streit und Konflikten. Ja. Ist doch okay. Ja, also da sehen wir ja scheinbar eine Besserung dann, ne? Wie gesagt, ich möchte das nicht schönreden, was er da vor einigen Jahren getan hat. Das ist Schmutz. Ja, sowas gehört nicht auf den Sportplatz. Brauchen wir nicht drüber reden. Aber du weißt es ja nicht. Vielleicht ist er im Van nicht geflüchtet, sondern ist weggefahren, um mit 1000 Leuten wiederzukommen. Ja. Er hat sich ja irgendwo die Hooligan-Baseballschläger geholt. Und sich dabei noch. Vielleicht wollte nur schnell zu seinem Cousin fahren und von da die Baseballschläger abholen, weil der Shop ist ja gegenüber von seinem. Und damit das dann den Reportern so richtig geben kann. Ja, vielleicht wollte er sich dann auch noch währenddessen richtig einkleiden mit einem Gott mit uns T-Shirt. Wer weiß das. Ne? Ja, die Doku war gar nicht mal so gut. Aber wir wissen jetzt, dass wir ein rechtsextremes Problem haben. Ne? Also definitiv Fußball hat ein Problem mit Rechtsextremismus. Ja. Das ist jetzt klar. Ganz klar.